Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 28 von Shapes.io. Ja, die Mühlen liefen hier gerade vorbei, jetzt müssen wir mal gucken, wie weit sie sind. Oh, hier sind sie auch schon. Da bin ich schon zu spät dran, ne? Ne, hier sind sie noch nicht. Okay, sie sind auf jeden Fall unterwegs, hier kommen sie gerade an. Das heißt, wir werden gleich sehen, ob sie in die Maschine reinlaufen. Das sehen wir dann gleich nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, da wollen wir mal runtergehen weiter. Jetzt sind sie schon ein Stück weiter gelaufen. Da unten sind sie. Sieht alles noch gut aus. Hier noch ein Tunnel und dann müssen sie eigentlich aufs Förderband. Und jetzt ist dieses Förderband so gut wie voll. Ne, ist auch noch nicht mehr voll. Da ist noch eine Lücke drin. Aber eigentlich müsste es voll sein. Aber hier geht ja immer einer weg, deswegen. Aber auf jeden Fall kommen hier oben jetzt definitiv mehr an, oder? Meine ich, auf jeden Fall. Aber sieht es auch nicht wirklich so aus, oder? Ja, weiß ich auch nicht, wie man das dann hinkriegt, dass das noch mehr voller ist. Vielleicht hätten wir... Hier stockt es ja. Oh, Level 16 abgeschlossen. Das ist eine neue Variante des Schneiders freigeschaltet. Damit kannst du Formen in alle vier Teile zerschneiden. Ey, cool. Den brauchen wir auf jeden Fall. Da kann man richtig was mit tun. Das ist schon mal ein geiles Ding, ne? Gut, okay. Ja, okay, es ist jetzt besser geworden, aber nicht ideal, weil hier oben, wie wir sehen, läuft mal gerade einer immer wieder durch. Auf der anderen Seite staut es sich interessanterweise ja voll. Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Weil diese Maschine hier mit den Sternen ist ja genauso wie mit denen. Obwohl, jetzt ist hier auf der rechten Seite auf jeden Fall was am Laufen, ne? Ja, vielleicht dauert das nur noch eine Weile. Ich glaube, es ist jetzt sogar tatsächlich schon hier mehr los. Ja, ich glaube, das wird schon werden. Ich denke, das ist schon so okay. So, jetzt müssen wir mal weiter gucken, ne? Was war unser Hub hier? Da war dieses Teil. Das haben wir gerade ja wohl fertig gemacht. Das sieht jetzt noch ein bisschen anders aus. Das bedeutet, warte, lass uns bei den Sternen reingucken. Ja, hier, dieses Teil wird auch gebraucht, ne? Also die laufen rein, das läuft wohl auch rein, das läuft rein, das läuft rein, alles läuft rein. Das heißt, wir sind tatsächlich mit dem Hub dieses Teil hier, Rundung mit einem Viereck, dann ein weißer, also ein Halbkreis mit Viereck, dann ein weißer Kreis und dann die Windmühle wieder. Ja, ich schätze mal, dieses eine Teil mit dem Dingens, das werden wir hier bestimmt irgendwo finden. Bin ich von überzeugt, lass uns weiter rauszoomen. Weil da ist es schon mal eins. Das können wir hier abbauen. Ja, dann sind wir da mit Blau auch schon unterwegs. Dann ist das ganz nah alles. Dann kriegen wir das schon mal hin, oder? Jetzt würde ich sagen, machen wir dieses hier. Drehen das mal um. Und dann geht das hier so los. Dann haben wir die schon mal. Jetzt müssen wir hier noch ein paar zusammenfächern. Machen wir mal so. Dann drehen wir den. Für die beiden hier. Dann drehen wir den nochmal. Ne, so brauchen wir keinen. Drehen wir so. So. Oh. Zwei. Ah, das sind schon zu viele, glaube ich. Lass mal nochmal drehen. Kann ich den dann überschreiben? Ne, kann ich nicht überschreiben. Muss ich wegmachen. Ich glaube, der, der und der sind schon zu viel. Mach nochmal weg. Hol nochmal wieder. So, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das passt schon. Und da sind auch 6. Das sollte auch so passen. So, jetzt müssen wir hier einen Färber bauen. Jetzt werden wir hier, warte mal, Bereich markieren, ne, Pipette löschen, bewegen. Wie wandert jetzt hier? Neues Projekt nenne ich das mal. Den kann man ja auch dann noch später löschen, ne?
Nur wir müssen immer zum neuen Projekt springen. So, Globe Dingens hier. Zu den Blaupausen. Da haben wir einen Schneider. Wie, mehr haben wir noch nicht bei den Blaupausen? Ne, ich wollte jetzt hier. Ich dachte, wir hätten schon mehr hier hingebaut. Das ist ein Schneider und das ist ein Stapler. Okay, dann müssen wir den Rest noch suchen. Da gehen wir mal zum Hub. Nein, abbrechen. Ich möchte so nur schieben. Das bedeutet, das hier ist ein Maler. Den brauchen wir. Haben wir auch irgendwo anders noch einen Maler? Der ist gerade jetzt nicht so optimal, glaube ich, oder? Hier ist auch ein Maler. Da ist hier der Eingang und da ist der Ausgang. Das bedeutet, ich müsste den markieren, runter markieren. Okay, da ist ein bisschen zu viel markiert. Shit. Jetzt noch mal das Ganze, ne? Ich muss den von hier aus markieren. Bis dahin. So, jetzt habe ich es, glaube, ne? Ist da. Dann muss ich den kopieren. Habe ich. Dann gehen wir jetzt zu den Blaupausen. Und dann. Nein! Aber der ist ja noch da, ne? Ja. Ja, dann baue ich den hier hin, oder? So. Dann gehen wir zum neuen Projekt. Und dann drücken wir V und dann bauen wir das hier hin. Okay, das war mir da mal falsch. Dann setzen wir den hier irgendwo hin. Ja, sieht ganz gut aus. Obwohl da unten ist gar nicht so viel Platz, aber naja, es passt schon erstmal. Farbe muss hier rein, das heißt, Farbe kommt von hier. Dieses können wir mal gerade wegmachen. Den können wir hier bauen und verbinden den hier, verbinden den da. Der geht jetzt hier hin, noch da. So, und die zu verlackierenden Teile kommen hier rein. Das heißt, ich muss jetzt den hier zusammenbasteln. Mach den hier rüber. Baue einen Tunnel. Und verbinde den nach da. So, dann sollten hier irgendwann blaue Teile ankommen, die passend sind für den untersten. Genau so ist es. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir nur gucken. Das war ja auch eine Spezialform. Können wir hier sehen. Das heißt, der muss gedreht werden. Und zwar einmal nach links. Das war rechts, also ist das verkehrt. Also nach links. So, das Teil ist schon mal richtig. Der passt erstmal. So, nächstes Teil ist jetzt ein weißer Kreis. Kreis. Nein, ich will immer mit der rechten Maustaste schieben. Kreis haben wir hier. Jetzt müssen wir dann nur weiß zusammenkriegen, ne? Die Frage, wo ist weiße Farbe? Die hatte ich doch letztens hier schon irgendwo, ne? Hier ist die weiße Farbe. Die kommt woher? Kommt von hier. Ist die Frage, ob ich. Dieses Teil. Weiß ich nicht, ob ich das da hinten. Ne, ich glaube, das habe ich da noch nicht.
Das heißt, ich muss den jetzt mal hier kopieren und bauen. Gehen wir zu den Blaupausen. Und ich glaube, hier ist der noch nicht, ne? Nein, hier ist der noch nicht. Jetzt habe ich den kopiert, ja. Und jetzt tue ich den drehen und setze ihn einfach mal hier so hin. So, dann gehe ich zu meinem neuen Projekt und schaue zu, dass ich das hier hinkriege. Und zwar mit V. Und oben kommen die rein, das heißt, ich drehe das mal um. Ja, das passt hier so hin, naja. So, dann habe ich die schon mal fertig. Achso, da müssen wir mischen. Da kommen gar nicht die Kreise hin. Naja, ist jetzt egal. Hier muss jetzt weiß raus werden, ne? Das heißt, wir haben hier drei. Ah, nein, nicht mit dieser Verschieben-Technik. Also. Tunnel haben wir hier. Hatten wir nicht noch einen Tunnel, der doppelt so lang war? Speichert, nee, das war es nicht. Fließbandkontrolle. Mist, den gemisselten Durchsatz des Fließbandes. Es gibt zusätzlichen Zusatz. Ja, vielleicht sollte ich mal die Kontrolle mal irgendwann einbauen, ne? War hier nicht? Ach ja, klar, hier. Tunnelstufe 2. Dreh das Ding und ich hoffe, der reicht dann da durch. Ja, sehr gut. Und ich mache das gleich zweimal, weil ich weiß, dass wir den blauen von da oben dann nehmen und den roten von da unten, ne? So. 2, 4, 6. Das passt schon mal. Drehen wir. Dann den mal da angeschlossen. Ja, da haben wir schon wieder was falsch gemacht, sozusagen. So, passt es erstmal. So passt es auch. Und jetzt müssen wir nur hier gucken, dass wir da sechs zusammenkriegen. Den. 1, 2. Shift-Taste nicht gedrückt, schade, ne? Shift-Taste gedrückt. Rotieren wir so rum. Das sind die Sechser. So, jetzt müssten da ja lilane rauskommen, glaube ich, ne? Und dann muss ich noch einen grünen, glaube ich, dazu tun, dann sollte das weiß werden, oder? Vertue ich mich da jetzt? Und den grünen. Gibt es da oben zum Beispiel? Gibt es noch einen in einer etwas näher? Na, da wäre auch noch einer. Nee, wir müssen ja sowieso hier weiter bauen, weil die hier zu Ende sind. Das Grün ist also da oben. Das heißt, ich brauche nochmal die Färbemaschine. Blaupause. Und das Teil kopieren. Okay, da haben wir schon den ersten Fehler gemacht. Will ich nicht kopieren. Ich hoffe, jetzt passt's. Kopieren, ja, haben wir. Und jetzt wieder zu Blau, zum neuen Projekt. Nein, ich habe jetzt wieder die falsche Seite gedrückt. Wow. Nummer V rotieren. Und so ist ganz gut, glaube ich, ne, oder? Machen wir mal so. Schließen das Förderband an.
welches dann von hier kommt. Und dahin geht. So, die sollten sich dann da schon verteilen. Ja, genau. Und hier haben wir dann diese. 6 davon. Förderband. Und das muss von da nach da. So, jetzt bin ich gespannt, ob ich das richtig sitze, dass da Weiß rauskommt. Ja, passt. Gut, dann haben wir das zweite Teil mit der Farbe auch schon hingekriegt. Das bedeutet, also zweite Teil noch nicht fertig, aber wir müssen den weißen Kreise jetzt noch haben. Der ist aber hier irgendwo auch, ne? Da haben wir ja die Kreise. Die müssen wir dann nächste Folge hier zusammenbauen, die Kreise holen, da oben dann färben und dann kriegen wir das schon weiter. Dann müssen wir die blaue Windmühle bauen, aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao!